Wir brauchen Munition und zwar jede Menge, gerade wenn wir Waffen wie LMGs spielen, wo wir wirklich einen hohen Verbrauch haben und zeitweise gar nicht dazu kommen, die nachzufüllen. Dabei ist es wichtig, dass wir keine Module verschwenden auf unsere Hauptwaffe, die wir so dringend brauchen für den Schaden. Das heißt, Munition über andere Systeme zu bekommen und die dauerhaft zu bekommen, das jetzt einmal in 3 Schritten. Ein ziemlich geiler Trick, wer ihn noch nicht kennt, dem wird das, glaube ich, sehr, sehr helfen. Schritt Nummer 1 ist erstmal die Waffenauswahl und zwar wählen wir uns eine Waffe aus, wo wir die Munition steigern möchten. Das ist sozusagen unsere Vorlage. In meinem Fall wäre das hier das bleibende Vermächtnis. Das ist sozusagen das Nachfolgemodell von der Tamer, von der Zema. Ihr seht, die ist noch im Bau, die ist noch nicht fertig ausgebaut. Jedenfalls ist es so, ich habe hier hohe Feuerrate und so weiter. Das heißt, ich brauche sehr viel Munition und deswegen muss ich eine Lösung finden, hier möglichst viel Muni nachzubekommen. Der Trick jetzt ist es, als zweite Waffe eine beliebige Waffe auszuwählen. Wir wählen jetzt mal die schöne Willenskraft aus, die wir dann sozusagen so umbauen, dass sie unser Hauptmunitionslieferant wird. Zwar ist es wichtig, dass es erstmal derselbe Munitionstyp ist wie unsere Hauptwaffe. Und dann wählen wir das Modul Standard Magazinerweiterung. Auf Max Level gibt es uns 50% mehr Gesamtmunition für den Munitionstypus. Und ich zeige jetzt mal, was das Ganze bringt. Hier ist jetzt die Ausgangssituation und zwar haben wir 142 Schuss im Magazin und 440 Schuss insgesamt in unserer Mainwaffe. Und jetzt ist es so, wenn wir Munition sammeln wollen, wechseln wir auf die zweite Waffe und nehmen dann mit dieser die weiße normale Munition auf. Hier unten ist ein kleines Magazin, da gehe ich jetzt einmal drüber und jetzt sehen wir, wie wir 600 Schuss Gesamtkapazität haben. Und wenn ich jetzt auf meine Primärwaffe, die Nummer 1, zurückwechsel, dann behalten wir eben diese 600 Schuss. Und so haben wir den Trick, dass wir jedes Mal mit der Zweitwaffe unsere Magazinkapazität insgesamt, unsere Munitionskapazität erhöhen können, damit mit viel mehr Munition rumlaufen. Im zweiten Schritt machen wir jetzt eine Veredelung auf unsere Dummy-Waffe, also mit der Waffe, mit der wir Munition sammeln. Ich nehme da gerne die normale Einschlagsmunitionsveredelung. Die sorgt dafür, dass wir Einschlagsmunition, das ist die grüne Munition, in Standardmunition umwandeln. Und zwar 0,25 grüne Kugeln wandeln um in eine Munition, das ist ziemlich effektiv. Die packen wir jetzt hier rein. Und dann sehen wir hier den Effekt, wir haben unsere Dummy-Waffe in der Hand mit diesen 2 Modulen. Und jetzt gehen wir auf die grüne Munition und wir sehen, wie die grüne Munition unsere Munition auffüllt. Das heißt, sowohl weiße als auch grüne Munition momentan füllen unsere Waffe auf. Wenn wir dann auf unsere Main-Waffe wechseln, haben wir also 600 Schuss. Und diese 600 Schuss sind viel leichter und schneller wieder aufgefüllt. Das Prinzip ist also, jedes Mal, wenn wir Munition aufsammeln, auf die zweite Waffe zu wechseln, unsere Dummy-Variante, und mit dieser Waffe die Munition aufzusammeln. Und in Schritt 3 perfektionieren wir das Ganze jetzt. Und zwar gibt es Modifikationen, die das Waffenwechseltempo erhöhen. Also damit treiben wir das Ganze auf die Spitze. Wir erhöhen das Waffenwechseltempo um 25%. Das heißt, das Wechseln zwischen unserer Hauptwaffe, die den Schaden macht, und der zweiten Waffe, die im Grunde genommen nur Munition sammeln soll, wird nochmal stark erhöht. Also 25% hier und dann gibt es noch diese goldene Mod, Waffenwechseltempo nochmal plus 25. Das ist noch nicht mal gesteigert. Das heißt, können wir noch viel weiter in die Höhe treiben. Wer also ein bisschen Cooper investieren möchte, um die austarierte Waffe hier nochmal zu steigern, der dann das sozusagen das perfekte Dummy-Build. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das so ein bisschen übertrieben, den goldenen Ultimate auch noch abzudaten. Aber klar, kann man natürlich machen, dafür ein bisschen Schaden zu verzichten. Aber es ist ja sowieso nur da, um Munition zu sammeln. Und so sieht das Ganze an diesem Farm-Spot hier oben aus. Dazu werden wir auch nochmal ein Video machen, die ganzen Farm-Spots einmal zusammen zählen und ja, ich will euch auf jeden Fall nochmal eine Übersicht geben, was der aktuelle Stand ist. Wichtig ist jedenfalls, dass man zum Munition aufheben eben ganz kurz auf die Waffe 2 wechselt und dann entsprechend mit seiner Hauptwaffe immer durch die Gegend schießt. Der Punkt ist, dass es natürlich ein bisschen Übung braucht. Boah, jetzt haben wir hier einen riesen Lag. Habt ihr auch diese Lags ab und zu, dass dieser Doppel-Lag immer noch da ist? Ich weiß auch nicht warum, aber ab und zu kickt er noch bei mir rein. Na, jedenfalls wirklich mit permanentem Rumgeballer sollte man da wirklich ständig auf maximaler Munition sein. Waffe 2, zack, zack und wechseln. Ich bin sowieso auf 600 Schuss. Und ja, so ist das Prinzip. Es ist eine Umgewöhnung, aber dadurch, dass die Waffe wirklich immer auf 2 liegt bei mir jetzt, gewöhne ich mir das eben an und ich wechsle eben, sobald ich Munition sehe, schon instinktiv auf die 2 und weiß dann, okay, hier zum Beispiel die grüne Munition, zack, auf 2 aufgehoben. Ja, ich bin sowieso voll. Und weiter geht's mit der 1. Das ist einfach so ein bisschen Muscle Memory, ein bisschen Training
und dann hat man das eigentlich schnell raus. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Trick und auch in schwierigen Situationen, gerade wenn man Gegner hat, die wenig Munition droppen, dass man da ständig Munition hat, weil manchmal kann es ganz schön eng werden und der gängige Trick ist ja eigentlich, dass man verschiedene Waffen mit verschiedenen Munitionstypen mitnimmt, aber ganz ehrlich, wer macht das schon? Gerade jetzt, wo wir unsere Waffen immer weiter perfektionieren und die besten Waffen nur dabei haben wollen, da nimmt ja keiner Schrottwaffen mit und macht die dann entsprechend hoch im Level, nur um verschiedene Munitionstypen dabei zu haben. Also bitteschön, wer macht das denn? Hier nochmal die Übersicht der 4 Module. Das Wichtigste ist also die Magazinerweiterung, dass wir unsere Gesamtmagazin- oder Munitionskapazität erhöhen um 50%. Das ist das Allerwichtigste. Als Nummer 2 dann die Veredelung mit der Munition eurer Wahl. Also ihr könnt jeden Munitionstypen hier an dieser Stelle wählen. Ich persönlich nehme gerne die grüne Munition, also die Einschlagsmunition. Die sieht man gut. Für mich ist ja schon so ein im Kopf so, grüne Munition, ich muss kurz auf die Waffe 2 wechseln, zack, zack. Da habe ich wieder einen fetten Pool an Munition insgesamt. Deswegen nehme ich persönlich gerne die grüne, aber man kann natürlich nehmen, welche man möchte. Und zum Schluss noch das Waffenwechsel, um das Ganze zu perfektionieren und vielleicht noch mit einer oder anderen Mod zu kombinieren, wo ihr vielleicht für euren Designer sogar einen Vorteil habt, wenn ihr schnell Waffen wechselt. Da gibt es ja auch schon einiges. Also in dem Sinne, ich hoffe, es hat so ein bisschen geholfen. Ich lasse die Kamera an dieser Stelle übrigens aus, weil während dem Video ist es mega heiß geworden. Hier gefühlt 370 Grad locker. Also ich lasse es aus. Das nächste Video wird eine Zusammenfassung für die besten Farmspots. Das ist super wichtig, dass ich da nochmal zusammenfasse, wo man die besten oder wo man die Sachen am besten farmen kann. Denn für jede Ressource gibt es eben so einen besten Spot, sodass man nicht einfach irgendwelche Missionen farmt, sondern die ganzen Sachen effektiv farmt. Im nächsten Video. Bis dahin, ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat geholfen. Sag hasta luego. Und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.